Lisa, was muss man tun, um Landfrau zu werden? Also Landfrau kann grundsätzlich jeder bei uns werden, egal welchen Alters. Wir haben von unter 20 bis über 90 alles dabei. Die Hauptsache ist, man möchte in seinem Ort im ländlichen Raum etwas bewegen oder sich sozial engagieren und hat auch ein bisschen Interesse an Tradition und Handarbeit. Und ja, wir haben auch eine Landmännergruppe. Also das ist auch Männer dürfen mitmachen. Petra, wie kann man im Verein mitbestimmen? Also man kann in der Ortsgruppe aktiv sein, kann dort seine Ideen einbringen und seine Wünsche verwirklichen. Mit ein bisschen Erfahrung kannst du Mitglied im Vorstand des Kreislandfrauenverbandes sein oder, was natürlich auch schön ist, kannst den Kreisverband im Landesverband vertreten und dort die Ideen einbringen und auch den Verband vertreten, den Kreisverband vertreten. Warum soll denn ein Jugendlicher zur Wahl gehen? Die Demokratie ist ein hohes Gut. Und mit der Wahl hat jeder die Möglichkeit, seine politische Anschauung zum Ausdruck zu bringen und der Partei oder der Person die Stimme zu geben, von der er meint, die seine Interessen am besten vertritt. Ja, ich denke auch, man sollte unbedingt wählen, weil eben wenn man was verändern möchte und dann nicht wählen geht, dann darf man am Ende auch nicht rumjammern, dass es eben nicht so passiert, wie man es gern hätte. Deswegen sollte man meiner Meinung nach diese Chance auch wirklich nutzen und mitbestimmen. Frau Siegel, was hat Gleichstellung mit gesellschaftlichem Engagement zu tun? Wir leben in Deutschland in einer Demokratie und es ist auch so, dass das Frauenrecht erst seit 100 Jahren in Deutschland erkämpft wurde und zwar richtig hart erkämpft. 1791 in der Französischen Revolution kam das erste Mal die Idee auf und in Deutschland hat es dann eben noch sehr lange gedauert, bis es tatsächlich so war, dass Frauen überhaupt wählen durften und sich am gesellschaftlichen Leben aktiv beteiligen konnten. Und es hat auch ganz lange gedauert, bis es dann tatsächlich umgesetzt wurde. Und seit 2019 gibt es jetzt in Deutschland die Möglichkeit, dass auch Menschen mit Behinderung in Vollbetreuung an Wahlen sich beteiligen können. Das heißt, die Demokratie in Deutschland entwickelt sich so, dass immer mehr Möglichkeiten bestehen, sich zu beteiligen, Rechte bestehen, sich zu beteiligen. Nämlich im Grundgesetz ist verankert, dass Wahlen demokratische und gleichwertige Partizipation und Mitbestimmung ermöglichen müssen. Und nicht nur die Wahlen, sondern auch das gesellschaftliche Leben ist gekennzeichnet von Mitbestimmung, von Beteiligung, von vielen Personengruppen, die alle aus ihrer jeweiligen Perspektive einen ganz wichtigen Beitrag zu unserer Gestaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen können. Warum soll man zur Wahl gehen? Die demokratische Gesellschaft lebt von Mitbestimmung. Wählen zu gehen ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, das Recht wahrzunehmen. Es ist ein Privileg, ein Zugeständnis, eine Möglichkeit, sich einzumischen in die gesellschaftliche Gestaltung. Wir wählen unsere Vertreter, die Gesetze und politische Entscheidungen zu treffen haben, die uns in allen Bereichen irgendwie angehen. Und wählen tut nicht weh, wählen ist ganz einfach, wählen vermittelt ein gutes Gefühl und mit der Wahl als Grundrecht für demokratische Prozesse zeigen wir, dass wir auch an dieser Gesellschaft uns beteiligen. Und davon lebt die Demokratie. Welche Aufgaben hat man in einem Wahlvorstand? Ja, der Wahlvorstand ist dafür da, die Wahl am entsprechenden Wahlsonntag zu organisieren. Das heißt, den ganzen Tag begleitet der Wahlvorstand die Durchführung der Wahlen von früh um 8 bis abends 18 Uhr. Danach erfolgt noch die Auszählung. Und für Wahlvorstände werden auch immer dringend ehrenamtliche Helfer gesucht. Ab wann darf ich was wählen und warum soll ich zur Wahl gehen? Kommunalwahlen und Landtagswahlen im Land Brandenburg, da dürfen schon Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Die Bundestagswahl, die jetzt bevorsteht, da darf man erst mit 18 Jahren wählen. Ja, warum soll ich zur Wahl gehen? Das ist meine Möglichkeit, meine Interessen durchzusetzen, indem ich eine für mich entsprechende Person oder Partei auswähle, die dann wiederum meine Interessen durchsetzen kann. Wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, was ich wählen soll, welche Möglichkeiten habe ich da?
Ja, man kann sich natürlich austauschen, man kann sich bei Parteien informieren. Es gibt den sogenannten Wahlomaten, der insbesondere für größere Wahlen, die jetzt ja auch anstehen, für die Bundestagswahl zur Verfügung stehen. Dieser Wahlomat fragt sozusagen Interessen ab und gibt dann ein Bild, in welches Parteiprogramm ich dann reinpassen würde. Und das kann einem eine gewisse Orientierung geben. Aber es gibt ja auch Freunde, Eltern, Großeltern, mit denen man sich darüber austauschen kann. Was ist ein Wahlbeamter und warum sind Sie es geworden und wer hat Sie gewählt? Ein Wahlbeamter ist ein politischer Beamter einer Kreisverwaltung oder einer Kommunalverwaltung, die durch politische Gremien gewählt wird für 8 Jahre. Ich bin es geworden, weil man der Meinung war, ich bin aufgrund meiner früheren Tätigkeit als Kreistagsvorsitzender prädestiniert oder zumindest fähig, in diesen Beamten Zeit und die Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen hat man mich gefragt, ob ich dafür bereitstehe. Und ich habe die Wahl getroffen, es anzunehmen. Warum soll man zur Wahl gehen? Die Wahl ist ein entscheidendes demokratisches Instrument. Die Gremien und die Personen zu wählen und die politischen Parteien, die Geschicke eines Territoriums, ob es nur eine Stadt ist, eine Gemeinde, ein Kreis, ein Land oder auch die Bundesrepublik, für die nächste Wahlperiode wichtige Entscheidungen zu treffen. Welche Möglichkeiten habe ich in meiner Kommune oder in meinem Betrieb, mich zu engagieren? In meinem Betrieb ist es ebenso wichtig, dass ich mich als Mitarbeiter dafür einsetze, dass die Bedingungen, die vor Ort herrschen, auch so sind, dass wir eine gute Arbeit abliefern können. Und wichtige Partner in diesem Bemühen um die guten Arbeitsbedingungen sind Interessenvertretungen. Und eine ganz wichtige Interessenvertretung sind in den Betrieben die Betriebsräte oder in den Verwaltungen die Personalräte. Personalräte haben die Aufgabe, zunächst erstmal Gruppeninteressen gegenüber dem Arbeitgeber zu verteidigen, zu erklären und auch durchzusetzen. Personalräte haben außerdem die Aufgabe, die einzelnen Mitarbeiter bei der Durchsetzung ihrer Interessen zu ihrem persönlichen Arbeitsvertrag zu unterstützen. Wie kann man sich im Ehrenamt in Potsdam-Mittelmark gesellschaftlich engagieren? Ein Engagement in festen Strukturen, regelmäßig. Man kann sich aber natürlich in der eigenen Gemeinde, im eigenen Ort auch einfach immer wieder engagieren. Die Augen offen halten, gucken im eigenen Ort, was sind gerade Themen. Gibt es zum Beispiel eine Müllsammelaktion? Gibt es wie zu Corona-Zeiten den Bedarf, für die Nachbarn einkaufen zu gehen? Den örtlichen Jugendclub zu unterstützen, also sich im eigenen Umfeld zu engagieren, für die Interessen und Jugendlichen im eigenen Ort einzusetzen. Es gibt viele Kommunen, die mittlerweile Jugendparlamente haben oder auch offen dafür sind, Jugendparlamente aufzubauen. Oder zum Beispiel Befragungen von Kindern und Jugendlichen im eigenen Ort machen, wo man sich dann selbst mit Ideen einbringen kann. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, die es im eigenen Umfeld gibt. Dann ist es natürlich auch so, dass wer jetzt schon Mitglied in einem Verein ist oder einer freiwilligen Feuerwehr ist und bis jetzt einfach hingegangen ist und mitgemacht hat, dann nachzufragen, braucht ihr Unterstützung? Braucht ihr bei der nächsten Veranstaltung Unterstützung? Gibt es im Vorstand zum Beispiel schon jemanden, der sich für den Jugendbereich engagiert? Gibt es sowas wie einen Jugendwart oder könnte ich das vielleicht sein, der das dann macht? Oft ist es so, einfach nachfragen. Viele brauchen Unterstützung, gerade im freiwilligen, ehrenamtlichen Bereich. Viele sind froh, wenn andere Fragen kommen. Wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich helfen? Und dann vor Ort gucken, was passt zu meinem Leben? Was passt zu meinen Interessen vor allen Dingen? Was passt zu der Vereinbarkeit mit Schule, Studium, Lehre vielleicht? Und dann vor Ort entscheiden, will ich mich eben da einbringen oder aber will ich mich für die ganz großen Themen engagieren, wie Klima, Umweltschutz, die Black Lives Matter Bewegung, das sind große Protestaktionen und viele engagieren sich mittlerweile auch digital zum Beispiel, also Teilen von Beiträgen, auch das ist gesellschaftliches Engagement.
Oder aber in dem eigenen Verein zum Beispiel auch nachzufragen, braucht ihr Unterstützung bei der Digitalisierung? Das hat auch Corona oft gezeigt, dass Vereine da noch nicht so weit sind. Also auch da können gerade Jugendliche, die sehr viel technikaffiner sind, gute Unterstützung leisten. Und das sind einfach Hilfen, die auch gebraucht werden. Warum soll ich zur Wahl gehen? Ich denke, dass es gut ist, zur Wahl zu gehen, um seiner Stimme Gewicht zu verleihen. Also nicht einfach zu Hause zu bleiben und zu sagen, das Ganze hat sowieso keinen Sinn. Ich weiß vielleicht auch nicht, wen ich wählen soll. Trotzdem der Partei die Stimme zu geben, wo man vielleicht wenigstens den kleinsten gemeinsamen Nenner hat. Das sind Aktionen oder Sichtweisen, die kann ich vertreten. Jeder, der zu Hause bleibt und nicht zur Wahl geht, unterstützt im Zweifel die Parteien und Strömungen, die demokratiefeindlich sind, die dem Land am Ende nicht gut tun werden. Mein Appell an alle ist, machen, wählen gehen, ihr seid mittendrin.